Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Spezialitätenwochen in der Weltpolitik. Alle schicken ein landestypisches Produkt ins befreundete Ausland. Nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Spion und dessen Tochter in Salisbury macht Theresa May Russland dafür verantwortlich. Wir wissen, dass Russland diesen Stoff entwickelt hat. Echte russische Heimarbeit. Thank you. Auch die Kanzlerin kennt den Trend und versendet Grüße aus der Heimat. Sie schicken angeblich Bier an den russischen Präsidenten. Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt. Und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich würde interessieren, ob Sie etwas auch aus Moskau bekommen als Gegenleistung. Na, Kaviar, Wodka oder Nervengift? Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen. Glück gehabt. Entschleunigen Sie in Holzhausen in Niedersachsen. Hier bleibt Ihr Online-Shop offline. Stefan Schubert hat einen Zierfischhandel im Internet. Ohne Internetzugang in seiner Firma. Ich war bei ziemlich jedem Anbieter und jeder sagt, es ist oh, toll. Und dann gucken die auf den Computer und sagen, oh, weißer Fleck, da geht gar nichts. Klar geht was. Nur halt an einem anderen Fleck. Meine ganze Büroarbeit muss ich leider zu Hause machen. Ich drucke die ganzen Rechnungen, Lieferscheine und so weiter zu Hause aus und komme praktisch mit diesen ganzen Sachen hierher und dann wird versendet. Herrlich. Noch echte Handarbeit im Online-Shop. E-Mails zum Anfassen. Aber seien Sie gewiss. Wir befinden uns bei der Digitalisierung beim Breitbandausbau gerade auf einer Aufholjagd. Aufholjagd. Tja, aber Schnecke und Schildkröte liegen noch vorn. War sonst noch was? Ach ja, Hamburgs neuer erster Unbekannter. Kennen Sie diesen Mann hier? Leider nicht. Nee, den kenne ich nicht. Der neue Bürgermeister von Hamburg. Tschentscher oder sowas? Peter Tschentscher. Peter wer? Egal. Hauptsache, Hamburg kriegt mal so ein echtes politisches Schwergewicht. Ich bin normalgewichtig, das ist ja schon mal ganz gut. Ganz gut? Das wäre besser als der HSV.